Ah, jetzt hat's aufgehört zu laggen. Einfach zerschneider und dann in die Arena rein. Wird gar nicht angezeigt, wenn Dick da Schaufler benutzt, ne? Dick da ist immer noch ganz normal zu sehen und so. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Ach, ich kann in der Arena auch erstmal so 2-3 Kämpfe machen, ne? Der muss in den Mülleimern rumkramen und da sind so Hebel drin, muss die Reihenfolge finden. Bei mir läuft es gerade Carpador gegen Pikachu. Ich setze jetzt mal meinen Dicta ein. Da reicht mal mein Level 17 Dicta, denke ich, gegen 23er Pikachu. Da könnte ich direkt Intensität einsetzen. Oh, Pikachu hat mich getötet. Dann setze ich halt das andere Dicta ein. Was ist los? So, Intensität. Pikachu, fick dich doch mal mit deinem scheiß Ruckzuckhieb und was weiß ich. So, jetzt ist Pikachu down. Down, down, down. Dein Problem bei mir. Was denn? Dicta hat mein Carpador erledigt. Jetzt kann ich kein anderes Pokémon in den Kampf schicken. Wie, du kannst kein anderes? Bei mir konnte ich ein anderes auswählen. Ja, bei dir, bei mir nicht. Bei mir backt es gerade richtig rum. Ah. Pokémon und sein Kind. Immer diese Bugs. Muss kurz verlassen. Ja, aber du bist ja noch im Teamspeak. Mach dir mal keinen Kopf hier. Ja, das weiß ich. Du weißt, Channel 2 sind wir jetzt gerade, ne? Weil du ja irgendwie in Channel 2 warst beim Reinschauen. Also falls du reinschauenst, erstmal auf Channel gucken. Ne? Okay, Major. Yeah. Völlig losgelöst. Das war doch von Major Dom, oder nicht? Von der Erde. Ah, I won. Sicher, dass man hier eine Reihenfolge finden muss, muss man nicht einfach irgendwie ein Item finden. Da sind ja solche Stromschläge, die wären hier, glaube ich, den Weg zu Major Bob. Genau. Reihenfolge von den Schaltern finden. Wieso falsche Reihenfolge machst, dann hast Pech gehabt. Dann ist einfach wieder deaktiviert. Wieso Reihenfolge? Hier steht einfach nothing found here. Naja, du musst da die ganze Zeit gucken und dann findest du schon nochmal einen Hebel. Irgendwie 3 Stück oder so. Oh, die haben alle Pikachu. Los, Dick da. Zeig mir deine wahre Stärke. Haha, Pikachu setzt Donnerwelle ein und mir passiert einfach nothing. Intensität! Tu es! Immer kommt aber nur Intensität 7 raus, ne? Ich bis in. Bis was? 9. Ja, bis 9 geht's, aber bei mir kommt hier immer bloß Intensität 7. Das ist ein guter Trainer. Das super RFX. Oh, jetzt kam Intensität 6. So. Komm schon. Dicta, komm schon. Boah, Intensität 9. Alter Schwede. Ja, wir haben jetzt vorhin ein bisschen Oldschool-Games angesprochen, ne? Nö. Ja. Nö. Ja, und... Ja. Ich weiß nicht, sowas könnte man eigentlich noch so ein bisschen ankratzen. Ankratzen? Ja. Boah, was ich extrem interessantes Thema ist, wie war deine Kindheit so? Also ich kannte zum Beispiel als Kind noch gar nicht so Handy und was weiß ich. Das kam ja alles erst ein bisschen später. Also ich bin echt noch so ein Jojo-Kind und draußen im Dreck rumspiel-Kind und sowas. Beyblade, Yu-Gi-Oh, Pokémon, ja, so halt. So Karten und so, oder einen auf Dragon Ball auf dem Grundschulhof ein bisschen gehauen und so. Ja,
Handy, mein erstes Handy war so ein Nokia, was du 30 Mal auf den Boden schmeißen konntest, wenn es nicht das Handy kaputt gegangen, sondern der Boden. Mein erstes Handy hatte, glaube ich, nicht mal eine Kamera. Nee, meins auch nicht. Schwarz-weiß, ne? Da hat man sich über Snake gefreut, wo das ja, drauf war. Ja, genau, Snake habe ich voll gefeiert. Ja. Kann das, ne? Könnte man auch mal wieder spielen, so Snake. Vielleicht finde ich davon mal ein Multiplayer-Spiel im Internet, können wir ein Let's Play Together Snake machen. Weit? Ich bin hier immer noch drin, so, ne? In der Arena. Ja, ich komme jetzt auch rein. Ja, ich frag mich, ob du... Ah ja, ich sehe dich. Ich sehe deine Frisur. Ich erkenne dich schon daran. Alter, mein Diktar Level 17 geht schon ab und mein Carpador ist Level 13. Meins ist noch 12. Oh, er hat ein Magneto. Was soll ich tun? Ich frag mich, ob Intensität da was bringt, wenn ich das einsetze bei Magneto. Ah ja, obwohl es... Weiß nicht, ob das schon... Ja, ja, obwohl es fliegen kann, so. Hier in der Generation war es noch nicht mit Schweben. Jawohl, mein Dicta ist Level 18. Aber ich meine, ich scheiß später sowieso auf Dicta, auch wenn das jetzt ein bisschen herzlos erscheint. Der mit einem Dicktree. Ach, aber das brauche ich nicht, ein Dicktree. Wo ein Typ geht oder so, dann hole ich mir so. Ah ja, die werden ehrlich zurückgesetzt. Und dann ist es ja wieder random oder was, wo die Schalter sind. Was soll denn die Scheiße? Okay, bevor ich die Schalter und so betätige, gehe ich noch raus, gehe zum Focus Center und dann geht's weiter. Ach, brauche ich nicht. Meine Diktas erledigen den Arena-Leiter auch so. Meine Looking ist schon normalisiert jetzt. Mein Diktar ist fast tot. Aber ich habe ja noch ein zweites. Junge, wo ist denn hier der zweite Schalter, wenn man den ersten betätigt? Hier ist einer. Aber wo könnte der zweite jetzt sein? Weil immer wenn hier nichts drin ist, dann gehe ich wieder zurück an den, wo ich aktiviert habe, und dann ist hier auch nichts mehr drin. Hi. Also ich check das jetzt gerade nicht, ne? Hat dieser Typ einen Tipp? Yo, Champ in the making. LT Surge has a nickname. People refer to him Lightning American. He's an expert on electric Pokémon. Bird Water type match Brulee against the electric type. Boah, hier ist noch ein Hebel. Wo ist jetzt der zweite? Ich versuch's mal diagonal. Nope, hier ist nix. Das ist schon nervig, ne? Ja, ja. Ist das so eine Glückssache, wo der zweite ist, oder wie? Random versetzt. Verzweiflung! Dritten, dann gehe ich doch mal wieder. Hier ist ein Hebel. Und wo ist jetzt der letzte? Jo, Carpador! Jawohl, ich habe den zweiten gefunden. Fehlt noch einer, oder? Ach, der sieht aus wie Rocco. Der Arena-Leiter. Zwei Hebel oder drei? Zwei sind's. So, ich bin mal gespannt, ob ich ihn jetzt einfach so zerstören kann mit einem Diktar. Auf Level 20 wohlgemerkt, ne? Das könnte knapp werden. Aber wäre möglich. Sein erstes Pokémon ist eine Voltek.
Ne, Voltorb. Voltorb heißt doch Voltec. Dieser Ball halt, dieser Pokéball. Voltoball. Oh, der hat Sonic Boom eingesetzt. Das hat sogar echt viel abgezogen. Ich glaube, der hat dann noch einen Electek. Raichu hat er, glaube ich, noch. Der fällt mir dazu nicht ein. Der insgesamt hat. Kann gut sein. Also sein erstes Pokémon ist Blatt. Das habe ich besiegt. Jetzt ist sein zweites ist Raichu, das er als zweites einsetzt. Bei mir zumindest. Electek vielleicht sein stärkstes. Raichu versucht es mit Schockwelle, aber es passiert nichts. Und ich mache jetzt Intensität 6 und es passiert nichts. Und jetzt versucht er es mit Doppelteam. Es passiert nichts. Ja, noch bin ich gut dabei. Also ich könnte vielleicht sogar noch sein sein Raichu. Aber ich habe gerade verfehlt mit Intensität. Ich bin halt wieder so einfallsreich und benutze nur Intensität, aber ich verfehle die ganze Zeit. Jetzt habe ich getroffen. Ein Critical Hit mit der Intensitätsstufe 4. Wird ja immer schwächer hier. Willst du ein Bier? Ja, ja. Der war ja mal. Ich hab's doch selber gemerkt. Ich finde hier gar keinen Schalter. Oh, super effektiv mit Intensitätsstufe 4, Junge. Und jetzt setzt er Ruckzuck-Hieb ein und mein Dick da ist tot. Ich habe ja allerdings noch ein zweites und wenn ich Glück habe, passiert mir jetzt nichts. Ich weiß es nur nicht. Na, wieder Ruckzuck-Hieb und wieder tot. Dann benutze ich mal Pikachu. Und benutze Mega Punch. Ach was, der hat jetzt Pikachu paralysiert mit Donnerwelle. Das ist ja mal voll assi. Ich hab gedacht, Elektro-Pokémon sind so die Scheißen drauf, weißt du, wie ich mein? Eigentlich auch. Aber naja. Pikachu ist gleich auch down. Hey, das fuckt gerade richtig, Alter. Ich verfehle die ganze Zeit mit Pikachu. Raichu setzt hier einfach mal Ding ein, so. Ruckzuck-Hieb, aber... Ich verfehle die ganze Zeit, aber er ist jetzt auch paralysiert. Ja, das ist eh übelst hier gerade mit Müll rumbühlen. Pikachu verfehlt einfach eins nach dem anderen. Und jetzt ist Pikachu tot. Irgendwie finde ich das gerade einen unfairen Kampf. Was ist denn, wenn ich sterbe? Muss ich dann erneut im Müll rumwühlen? Nee, ich lasse dann noch frei. So, Knofenser. Knofenser setzt erstmal Schlafpuder ein. Ach so, Knofenser setzt Schlafpuder ein, aber es failt. Warum failt es? Nicht. Kriegt mich. Hä, jetzt ist wieder gefailt die Attacke, hä? Also ich check grad gar nicht mehr, was geht. Meine Attacke hat verfehlt, erst geht sie nicht, dann verfehlt sie. War bei dir der erste Schalter irgendwo genau neben dem zweiten? Ja. Ich glaube, untereinander waren die. Alter, ich verfehle die ganze Zeit. Was hat ein Knofenser für ein Aim, Alter? Ich fühle heute das erste Mal auf Empfindlichkeit 12. Ich fühle mich verarscht. Mein Carpador lebt noch und danach nur noch Glutexo. Ich finde die deutschen Namen aber schon ein bisschen besser als die englischen, ne? Ja, ich hab's geschafft. Wenn ich mir so das Englische reinziehe, Magikarp oder Chameleon, finde ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, einfallsreich, möchte ich fast sagen. Alter, Raichu tötet doch dieses... Aber auch besser.
Dieses Raichu könnte doch jetzt mal dieses verfickte Carpato umbringen, Alter. So, Carpato, ach los. Major Bob Platt. Es gab doch mal aus dem Anime so eine Folge, in der Carpador einfach richtig stark war, stärkste Carpador überhaupt, hast du es gesehen? Hätte fast Pikachu fertig gemacht. Sag mir nichts. Mein Carpador stirbt einfach nicht, Mann, richtig behindert. Weil Ash zum Beispiel das erste Mal in Gyarados gesehen hat. Mhm. Das war schon ein bisschen episch. Ich fand es schon krass, dass die Ho-Oh irgendwie gleich in der ersten Folge oder in der zweiten Folge gezeigt haben. Muss ich noch dazu hinzufügen, wenn wir schon bei richtig krass sind. Ach so, weißt du, Raichu hat noch nicht mal Doppelteam eingesetzt, als mein Clutexo reinkommt. Erst wieder danach. Aber mein Clutexo verfehlt. Mach noch bei Raichu. Ja, Raichu ist jetzt tot und jetzt kommt... Was kommt jetzt? Jetzt kommt noch ein Pikachu auf Level 18. Also so ein kleiner Voltoball oder was? Und dann kommt Raichu und dann Pikachu. Ich hab jetzt gewonnen. Ich bin fertig mit der Arena. Und mein Clutex. Herzlichen Glückwunsch. Mein Clutex ist schon Level 27. Boah, was ist ein Scary Face, Alter? Scary Face ist doch Grimasse, ne? Na, Scary ja. Face, Grimasse, ja. Ja. Ich habe jetzt meinen Mega-Kick dafür verlernt. Grimasse war doch so eine Overpowered-Attacke, oder? Die fast alles abzieht. Arsch bitte wen anders. Sag mal, isst du irgendwas nebenbei? Nein, Quatsch. Nein. Boah, ich hab auch wieder auch. Echt Hunger, Alter. Immer noch nichts gegessen. Jo, ich hab's auch fertig. Okay. Das Einzige, was passiert ist, Nidoking wurde paralysiert. Er hat dafür kein bisschen Leben verloren. Ah, okay. Raus mit dir und raus mit dir. Mein Gott, da hast du einen Haiwan am PC. So ein Haiwan. So, schnell flüchten, bevor Patrick uns findet. Oh, ich kann hier nicht angeln. Weiß, wo du bist. Ah, leck. Ah. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, weiter, Alter. Direkt weiter. Oh, ich muss kämpfen. Ein Trainer hat mich gesehen. Oh mein Gott, ein Trainer hat mich gesehen. Richtig. Müssen wir eigentlich durch die Dicta-Höhle durch? Nein. Durch die Dicta-Höhle durchgehen, kommen wir da bei Rocco. Nein, jetzt muss ich auch kämpfen. Wir müssen halt, glaube ich, wieder hoch. Der Stadt von Misty. Und dann geht da rechts so ein Weg. Okay. Check ich nicht. War eigentlich nur auf der Schneider gewartet. Seit wann kann Sandama Giftstachel? Fragen? Hm. Weiß aber nicht, wie ein Sandan Giftstachel kann. Ja, hab ich nicht gewusst, dass es das kann. Alter, ist das zum Kotzen, Mann. Jetzt muss ich wieder ins Pokémon-Sender. Kennst du das, wenn man wieder ins Pokémon-Sender muss? Ich weiß es voll bitte, wenn man wieder ins Sender muss.
Ich war nämlich eben gerade erst im Pokémon Center. Aber ich musste gleich mal nicht hin ins Pokémon Center. Ja, ich eigentlich. Naja, ich könnte auch Glutexo mit einem Antidot heilen. Mit einem Antidot. Oh, Pikachu ist confused. Das wegen Zubat. Ja, aber Zubat ist besiegt. Weißt du schon wieder gegen was und wen ich kämpfe? Weil ich gerade beim selben Trainer bin. Ach so. Haiwan. So, back. Hat Haiwan genannt? Ja. Diggledy. Oh, hey, ich muss nochmal zurück in die City. Jetzt war es ja unnötig, Antidot einzusetzen. Hätte ich auch nochmal ins Pokémon Center gehen. Nein, noch ein Trainer, der mich abfuckt. Weißt du, was ich ganz dringendst vergessen habe? Ja, rede halt wieder nicht mit mir, Alter. Hm? Was denn? Das Lachen war voll fake. Ich habe vergessen, mir Poke-Superbälle zu kaufen. Ja. Wie kann in der Höhle, wo man durch muss, kannst du auch eigentlich deinen Kleinstein holen. Wie kann jetzt eigentlich ein Rettern? Rettern heißt es, ne? Also Erkan heißt Rettern. Ja. Ekan meine ich. Ja. Was ist mit Erkan? Seit wann kann Erkan Glutexo paralysieren?